Im Kapitel 6.1.4, Planung von Maßnahmen, geht es um den Umgang mit Chancen und Risiken, beziehungsweise um die Maßnahmen zum Umgang mit diesen ermittelten Chancen und Risiken. Die großen Fragen, die man sich stellen muss, sind: Werden Maßnahmen umgesetzt? Wie werden diese getrackt? Wie werden Maßnahmen umgesetzt? Und vor allem, und das ist SGA, Managementsystem spezifisch, sind das eigentlich präventive Maßnahmen oder sind das mehr so korrektive Maßnahmen? Das heißt, werden Maßnahmen erst dann getroffen, nachdem zum Beispiel gewisse Notfallsituationen stattfinden oder nachdem ein Vorfall, eine Erkrankung oder ein Unfall passiert ist, oder setzen wir dann schon präventiv an und machen uns präventiv Gedanken darüber, was für Möglichkeiten der Gefährdung etc. etc. Und das sind dann letztendlich so diese Themen, mit denen man sich in dem Kapitel auseinandersetzt. Es ist nichts anderes, also wenn wir jetzt die vorhergehenden Kapitel zusammenpacken, ja, dann muss man das eigentlich als Gesamtpaket sehen. Ja. Wir packen ja nicht alles einzeln an, sondern es wird oft so sein, dass wenn du zum Beispiel eine Gefährdungsbeurteilung machst, ja, dass du sowieso gesetzlich getrimmt bist, quasi auf die Form jetzt nicht unbedingt, aber auf die Ergebnisse und die Struktur zum Beispiel. Und dass du dann letztendlich diese im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung natürlich nicht nur die Risiken bewertest, sondern auch die Gefährdung ermittelst, ja, aber auch die Maßnahmen dazu definierst und dann eine Neubewertung machst etc. Oder vielleicht dann noch zusätzlich eine gewisse Chancenanalyse da anknöpfst oder so. Also es wird oft so sein, dass besonders in diesem Paket diese unterschiedlichen Anforderungen aus den einzelnen Kapiteln dann für sich zusammen quasi wirksam sind. Und hier geht es letztendlich um die Fragestellung: Werden denn SGA-Management-System relevante Dinge automatisch mit Maßnahmen versehen und werden die bearbeitet etc. etc.? Und wenn du sagst, okay, diesen Prozess haben wir eigentlich, das funktioniert bei uns, das ist so installiert, dann ist das Thema für dich abgewickelt. Genau, ab zum nächsten Thema.